Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem neuen Video. So, Freunde, ich weiß, ich sehe immer noch ein bisschen komisch aus. Völlig egal, Freunde. Es ist wieder Wochenende. Ich habe wieder verschlafen. Ihr kennt es. Jedes Wochenende das gleiche Thema. Heute schauen wir uns von Denji den Unge ist Gift-Song an. Das ist ein Diss-Track, in Anführungsstrichen. Ich schätze, es ist nur humoristisch gemeint. Ich habe auch gestern das Video von Simon gesehen, wo er alles aufgelöst hat, dass alles nur ein Experiment war. Bla 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 bla. Freunde, dazu möchte ich mich aber gar nicht so heftig äußern. Ich würde sagen, wir starten jetzt schön hier ins Wochenende, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet jetzt schon einen schönen Samstagvormittag. Falls ihr früh aufgestanden seid oder als wie ich gerade vor 2 Minuten aufgestanden seid, dann ja, seid ihr jetzt auch hier am Wochenende angekommen. Ich würde sagen, kommt natürlich vorher noch zum Hashtag Shoutout, denn wir immer die Möglichkeit, Hashtag Shoutout in den Kommentaren zu schreiben. Und mit etwas Glück werdet ihr im nächsten Video erwähnt, Freunde. So einfach ist es. So wie heute Marcel Palas. Er schreibt einfach nur Hashtag Shoutout, Freunde. Er hat das System auf jeden Fall verstanden. Er weiß, worum es hier geht. Es geht einfach nur um Hashtag Shoutout. Von daher, ja, Glückwunsch an dich, Kumpel. Jetzt schauen wir aber rein. Unge ist GIF Official Distrack bei Denji, Freunde. Und ja, ich würde sagen, schau einfach mal direkt hier rein. Mama, machst du mir Cornflakes oder so? Oh, danke, Mama. Oh nein, es fängt an mit der Milch, okay. Kannst du mir noch Milch bringen, Mama? Warte, warum Wasser? Das Video gestern habe ich von Unge gesehen. Das könnte halt echt die Map von Denji sein. Wäre cool, wenn sie mitgemacht hat. Du kriegst jetzt nur Wasser. Milch ist jetzt giftig. Seit wann guckst du Unge, Mama? Nein, du kriegst keine Milch mehr. Aber Mama! Oh, mein Name, Denji. Der Arme. Ja, wirklich, Mama, wirklich. Unge, du hast mich verraten. Du spielst jetzt mit offenen Karten. Sag mir, wer willst du verarschen? Unge, mich gehört nun mal zum Leben. Was würde ich für ein Glas geben? Du wolltest darüber reden, aber Unge, jetzt bin ich auf kaltem Zug. Egal wie sehr ich versuch, Digga, mir tut's einfach gut. Ey, Digga, mir tut's einfach gut. Jeden Morgen gab es Milchschnitte, Kinder, Pinguin, Prinzrolle. Also, erstmal finde ich schön, dass die Kommentare eingebaut wurden. Ist immer eine schöne Sache, wenn man die Community mit dran beteiligt. Und ich finde die allgemeine Idee da echt schön. Ja, besonders den Einstiegsgag, den fand ich halt echt gut. Okay, ist dann kommentiert. Kellogg's. Oh, das ist gut gemacht, Freunde. Ich habe es natürlich wieder eins danach gemacht. Habt ihr auch so einen heftigen Wasserhahn, Freunde, wo man so einen Schlauch rausholen kann, 8 Meter, und dann sich so einfüllen kann, Sachen rein, theoretisch? Ich hätte sowas gerne, habe ich aber nicht. Weil das ist ja voll nice. Dann kann man ja ganz easy Sachen von da hinten, also jetzt die Wand nicht, aber sagen, wenn ich möchte jetzt Sachen von hier, dann kann ich die da unten einfach einfüllen oder nach oben einfüllen einfach. Kann man nach oben da jetzt Wasser rauskommen lassen? Freunde, das sind Fragen, die ich mich gerade stelle. Nein, er ist so schwach, Freunde. Er braucht seinen Cornflakes. Wie kannst du nur, wie kannst du mir das nur antun? Wie kannst du meiner Mutter sagen, dass sie mir keine Milch mehr geben soll? Wie konntest du das übers Herz bringen? Weißt du, und ich dachte, wir wären Freunde. Ich dachte, wir beide könnten Freunde werden. Oh nein, ich fühle das richtig an. Das ist einfach voll kalt, Mann. Deshalb ist dieses Lied für dich, Mann. Nimm das! Und jetzt frag ich dich, hast du keine Milch von deiner Mama gekriegt? Wie kann das sein, dass du mein Leben so fickst? Jeder über dich spricht, du mich Bubi Gesicht. Ich bin nicht aggressiv. Mir hat gerade dieser Einstieg gefallen, dieser Flowwechsel bei Denji. Man sieht auch mal wieder, er hat wieder was mit Rap gemacht, Freunde. Ich habe ja schon beim letzten Track angesagt, in dem Fortnite-Song, Freunde, war es das, ich glaube schon. Er soll gerne mal mehr rappen, weißt du? Er soll gerne mal mehr probieren. Er soll gerne mal mehr zeigen, was er drauf hat. Weil er kann. Gesangstechnisch ist er ja extrem stark, aber raptechnisch ist er fast schon genauso gut. Wisst ihr, ich meine, ich freue mich da immer drauf. Aber wenn ich ungeschlagen ist, bin dann Schlagsahne. Warum reimt sich Unge auf mich trinkender Junge? Ich bin vom Bärenmarke der wichtigste Kunde. Trockene Cornflakes schmecken wie Staub. Nur weil meine Mutter deine Videos schaut. Doch Unge, du weißt, das letzte Lied war ein Liebesbeweis. Aber dieses ging einfach viel zu weit. Ich esse keine Cornflakes mehr. Mama sagt nein. Das hört ja aber echt nice an. Also auch der Beat irgendwie, ich weiß nicht, Freunde. Es ist wieder bei Malte Kuhn wahrscheinlich, oder? Oh, steht da gar nicht. Vielleicht, also es wird wahrscheinlich bei Malte Kuhn sein. Aber es ist einfach wieder extrem schön gemacht, Freunde. Irgendwie, also es ist einfach wieder was Neues irgendwie. Und Denji haut jetzt jede Woche so ein großes Projekt raus. Da freue ich mich einfach extrem drauf.
Ja, einfach schön. Mama sagt nein, Mama sagt nein, ich esse keine Cornflakes mehr. Mama sagt nein, Mama sagt nein, ich esse keine Cornflakes mehr. Wie der Energy Dodge stellt er. Nein, ich esse keine Cornflakes mehr. Keine Kellogs, keine Kellogs, keine Frostis, keine Kellogs. Keine Kellogs, Frostis, keine Frostis. Oh Mann, er ist völlig fertig mit den Nerven. Sunny Loops, habe ich das noch richtig rausgehört? Das meinte ich nicht. Unge, wir sehen uns wieder im tiefen Nebel. Oh nein. Ich nehme Milch mit. Du wirst dann schon sehen. Heb die Hände hoch, wenn du mich fühlst. Heb die Hände hoch, wenn du mich fühlst. Freunde. Ich muss aber tatsächlich sagen, Freunde, ich weiß, es war gerade wieder ein Moment, Freunde. Ich brauche so einen Cringe-Button bei meinen Videos, wenn etwas sehr cringe war bei mir. Dann würde ich aber Dauertaste drücken. Ich muss sagen, tatsächlich, warum bin ich eigentlich derseitig? Ich muss sagen, ich trinke Milch fast gar nicht mehr. Also klar, ich esse Milch so in Milchprodukten ab und zu. Bei Milchprodukten nehme ich eigentlich auch nicht sehr viel. Das Einzige, vielleicht so Kekse, Kuchen, sowas. Aber so Cornflakes esse ich tatsächlich fast gar nicht mehr. Muss ich mal wieder machen. Unge ist Gift. Es ist ein Fact. Hä? Sonny Boobs? Oh, Sonny Boobs waren das. Oh Leute, ich dachte, er hat einfach nur Sonny Loops gesagt. Egal, Freunde, ich würde sagen, wir kommen direkt zu einem kleinen, großen Mini-Fazit. Ich fand es wirklich sehr gut. Meine Stimme ist mega komisch, Freunde. Ich darf nie so früh morgens auf den Anführungsstrichen. Ja, ich fand's auf jeden Fall echt schön, Freunde. Weil ich habe mir das jetzt auch von Unge angesehen gestern, das Video. Ich weiß, er hat nicht wirklich gesagt, warum er das jetzt gemacht hat. Ist ja auch völlig egal. Aber ich finde gut, wenn Leute das mit Humor aufgreifen, sowas wie Torge oder das, was Danny jetzt gemacht hat. Und es zeigt auch nochmal irgendwie von viel Creativity, wenn man sich jetzt aus so einem aktuellen Thema irgendwie was zusammenbastelt, was gut passen würde. Und das war echt schön gemacht. Und ja, mich hat besonders gefreut, dass Danny G wieder ein bisschen mehr gerappt hat. Und ich hoffe, dass er jetzt auch in nächster Zeit einfach mal mehr auf Rappen legt. Aber es sieht so aus, weil er hat jetzt auch was mit Tanzen gemacht, was ich auch gut finde, wenn er mal rund um was Neues probiert. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, jetzt jeden Tag um 17.30 Uhr oder 17 Uhr oder so lädt Danny G hoch. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Bedeutet, jetzt wird es eigentlich samstags immer das von Danny G geben und freitags das von Ju. Und das von Rezo kommt heute auch noch raus, habe ich gehört, Freunde. Oh man, okay. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns heute Abend noch um 18 Uhr bei den JMC Bewertungen und sonst natürlich morgen um 12, den jeden Tag um 12 und hier noch das Video. Und bis dahin, meine lieben Freunde, wir sehen uns morgen, bleibt fresh und ciao.